sing wie niemals zuvor, nur für ihn bete. Ja, herzlich willkommen heute wieder zum Losung und Lehrtext-Treffen. Immer wieder finden wir in der Bibel Hinweise, ja nicht nur Hinweise, sondern Appelle oder sogar Aufrufe oder Warnungen zur Umkehr, dass Menschen und vor allem ein Volk oder eine Nation, und in den meisten Fällen betrifft es Israel. Und so auch im heutigen Losungstext, im anschließenden Appell zur Umkehr, ist dann eine wunderbare Verheißung. Wenn die Leute auf diesen Appell, diesen Mahnruf wirklich eingehen, da heißt es in Vers 12 zunächst einmal: Doch auch jetzt noch spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen, mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und es reut ihn bald die Strafe. Wer weiß, ob er nicht umkehrt und es ihn reut und er Segen zurücklässt, sodass ihr opfern könnt, Speisopfer und Trankopfer dem Herrn, eurem Gott. Aus dem Buch Joel, Kapitel 2, Abvers 12 war das. Und dann aber jetzt zum eigentlichen Losungstext. Die Antwort finden wir, von die Gott selbst gibt. Der Herr sprach zu seinem Volk: Siehe, ich will euch Getreide, Wein und Öl die Fülle schicken, dass ihr genug daran haben sollt. Joel Kapitel 2, Vers 19. Also, vorausgesetzt, dass sie diese Mahnrufe, diese Warnungen wirklich ernst nehmen. Und ich glaube, an diesem Grundprinzip hat sich auch heute nichts geändert. Wenn der Herr Menschen aufruft, umzukehren von ihren gottlosen Wegen und von ihrer Eigensinnigkeit und egoistischen Tendenzen, und wo sie nach ihm fragen und ja wirklich die Wahrheit suchen, dann ist er mehr als bereit, ihnen da entgegenzukommen und ihnen die Fülle an Segnungen und an Vergebung zu schenken. Dass der Herr in der Lage ist, die Fülle zu geben und zu schenken, merken wir auch an dem heutigen Lehrtext. Da haben wir einen Bericht, der sicherlich für viele Menschen, die diese Losungen anschauen oder immer wieder da hineinhören, schon möglicherweise schon mal darüber etwas gehört haben, wo der Herr Jesus etwas getan hat, was nach menschlichem Ermessen unvorstellbar, ja sogar unmöglich ist. Was hat er denn da gemacht? Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische, sah auf zum Himmel, dankte und brach's und gab die Brote den Jüngern, und die Jünger gaben sie dem Volk, und sie aßen, alle wurden satt. Matthäus 14, Vers 19 und 20. Was für ein herrlicher Bericht hier von einem Ereignis, das wirklich die Leute überrascht hat. Ich weiß, dass dieser Bericht wird bei Leuten, die nicht an göttliche Wunder, an Unmögliches glauben, das ist im menschlichen Sinn unmöglich, aus so einer winzigen Menge Nahrung so viele Menschen zu ernähren. Also das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und dann versuchen natürlich so manche Schlaumeier, um nur mein Beispiel zu nennen, das zu erklären, wie das möglich war. Und die Erklärung geht folgendermaßen: Das ist nicht meine Erklärung, das ist nicht, was ich für richtig halte. Aber so
ist der Skeptiker, der diesen Bericht so erklärt. Der Herr Jesus bekommt diese Fische und das Brot und dankte dafür Gott, seinem Vater. Und dann macht er etwas, was normalerweise, wenn ein Mensch wirklich hungrig ist, nicht so schnell machen würde. Er gibt es zu seinen Jüngern. Und die hatten natürlich auch ein Beispiel an Jesus gesehen. Und sie gaben es auch dann wiederum weiter, das, was sie hatten, das Wenige. Und das hat natürlich Schule gemacht, so die Erklärung. Dass andere Leute, die doch ein bisschen was mit hatten, die fingen auch an, das, was sie mit haben, zu teilen. Und, hallo, alles war erledigt. Das Wunder ist geschehen, weil die Leute so beeindruckt waren von den Reden Jesu und von seiner Handlungsweise, haben sie es ihm nachgemacht. Und somit ist dieses Wunder menschlich gesehen erklärt. Nun, manch einer begnügt sich mit dieser Erklärung. Aber was macht man dann mit den 12 Körbe, die dann übrig blieben, von denen auch zwar nicht der Losungstext, aber im erweiterten Text davon die Rede ist? Also, wenn Gott Wunder tut, dann sind sie unerklärlich. Und übrigens, er kann sie tun. Und ich glaube, eines der größten Wunder im Leben eines Menschen ist, wenn er anfängt, Gott zu vertrauen, Gott zu glauben und nicht ihn in Frage zu stellen. Das ist ja die alte Taktik des Feindes Gottes, Gottes Wort in Frage zu stellen. Das hat er schon am Uranfang in die Waagschale geworfen, sozusagen. Hat Gott gesagt? Ist das wirklich so? Das stimmt doch nicht. Also alles, was der Herr gesagt hat, wird in Frage gestellt. Und ich glaube, das ist ein großes Wunder, wenn man einfach mit einem kindlichen Vertrauen Gott beim Wort nimmt. Tu das heute und du wirst auch Wunder erleben. Schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast, auch heute wieder dabei zu sein. Und ich wünsche dir einen geruhsamen und einen schönen Schabbat. Samstag. Der Herr segne dich. Servus. Und wieder bring ich dir mein Lob, was auch vor mir liegt und was immer auch geschehen mag. Lass mich noch singen, wenn der Abend kommt. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, und bete den König an. Du liebst so sehr und vergibst geduldig, schenkst Gnade, Trost und Barmherzigkeit. Von deiner Güte will ich immer singen. 10.000 Gründe gibst du mir dafür. Komm und lobe meine Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, bete den König an. Und wenn am Ende die Kräfte schwinden, wenn meine Zeit dann gekommen ist, wird meine Seele dich weiter preisen. 10.000 Jahre und in Ewigkeit.
Ewigkeit. Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing, bete den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, bete den König. Den König an. Sing wie niemals zuvor, nur für ihn, bete den König an. Bete den König an. Und bete den König an. Tun wir das. Wunderbar. Preist den Herrn.